Wir sind heute bei Steinakzente. Neben mir steht die Sabrina. Hallo Sabrina. Hallo. Was genau machst du hier bei Steinakzente? Arbeiten. Also ich arbeite im Vertrieb, mache ein bisschen Buchhaltungsunterstützung und bin eigentlich mehr oder weniger für die Beratungen da. Okay, und wir haben hier ein neues Projekt. Du hast schon gesagt, Ein Senkgarten. Ein Senkgarten, erklär mir das bitte. Ich habe gar keinen Plan davon. Du musst mir alles erklären. Ich will alles wissen. Also, man kann schon erkennen, auf der linken Seite ist außenrum ist der Garten etwas höher als innen drin, quasi der Fußraum. Die schwarzen Bretter, die man sieht, das sind Sitzflächen, das ist nachher eine Bank. Wir blenden euch auch nachher noch eine 3D-Planung von uns ein, damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie es aussehen soll. Das ist halt eine gute Möglichkeit, wenn ich einen Garten habe, der komplett aus Hanglage besteht, den ich sowieso terrassieren muss, also in verschiedenen Stufen einbauen muss. Dann hat man da die Möglichkeit, zum Beispiel eine windgeschützte Ecke für Pflanzen zu machen. Oder wie bei uns hier, das wird eine Grillecke, so mit Feuerstelle und einfach so ein kleiner Rückzugsort. Sehr schön. Vielleicht gehen wir mal nach unten und schauen uns das Ganze mal genauer an. Also hier kann man dann auch pflanzen oder Platten legen oder was ist für die Baustelle geplant? Also für die Baustelle ist tatsächlich geplant, dass wir den Boden gepflastert bekommen und ungefähr hier in der Mitte kommt dann eine große Feuerstelle rein, dass wir auch abends mal ein Würstchen hier nach Feierabend essen können. Ja, Platz ist genug für hier, um sich hier gemütlich zu machen. Das gefällt mir echt sehr schön. Was ist das hier für ein Material? Das ist Schiefer. Genau, und das hellgraue ist Granit, das erkennt man immer schön an den kleinen schwarzen Pünktchen. Sehr schön, also ich habe ja gerade eben schon an der einen Schieferplatte geträumt, wie schön das ist. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Auswahl ihr hier habt und wie schön Steine eigentlich sind, ne? Ja. Und da wird dann was gepflanzt, oder wie? Genau, also da werden wir den größten Teil bepflanzen, da wird natürlich auch der ein oder andere Ziersplit noch hinkommen, das bleibt bei uns in der Ausstellung ja auch nicht aus. Genau, setz dich mal hin. Ich stelle es mir sehr, sehr gemütlich vor, wenn man hier gemeinsam grillen kann. Ja, und hier haben wir hier so Aussparungen noch unten drunter. Die werden dann als Lagermöglichkeiten fürs Grillholz benutzt. Dann liegt das nicht in den Füßen, ist schön verstaut und sieht auch noch ein bisschen dekorativ aus. Sehr schön. Dann wünsche ich euch viel Erfolg mit der Baustelle und ich denke, wir kommen dann wieder, wenn es fertig ist. Genau, also sollte in 4 Wochen fertig sein, denn da haben wir Messe und das soll unser Vorzeigeprojekt für unsere Hausmesse sein. Genau, erzähl mal mehr über die Messe. Wann genau ist die? Am Muttertagswochenende, sprich der 13. und 14. Mai. Das ist Samstag und Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Wir haben hier offen zum Verkauf, Beratung, also auch keine Scheu haben, wir sind alle da. Es gibt auch ein bisschen was zu essen und zu trinken, es wird hier keiner verhungern. Und dann kann man sich in Ruhe alle Findlinge angucken, die Gartengestaltungsmöglichkeiten und ja. Sehr schön. Also Termin merken, Hausmesse hier bei Steinakzente. Erzähl doch mal, wo erreicht man euch? Also Webseite, Telefonnummer? Also unter www.steinakzente.de findet ihr erstmal alle unsere Produkte und könnt auch Kontakt zu uns aufnehmen. Und unter der 06872 91875 sind wir von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr durchgehend erreichbar.